Das ist so cool. Das ist so cool. Okay, das Game ist... Das macht mich jetzt schon fertig. Oh mein Gott, das habe ich null gerafft. Oh mein Gott, das hat gerade über meinen Kopf gebumst. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir das Game Superliminal gezockt. Superliminal ist so ein bisschen ein Puzzle-Game, was mit vielen optischen Illusionen und Tricks spielt. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo. Euch überlassen. Ich habe mit Absicht das Video so geschnitten, dass ihr das nach diesem Video selber spielen könnt und ihr nicht gespoilert werdet. Deswegen bleibt doch gerne dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Das ist Superliminal. Das ist ein Puzzle-Game mit ein bisschen viel Humor. Guck mal, hier sehen wir schon so Wolkenpaneele. Also das ist ein bisschen, das spielt ein bisschen mit dem Kopf. Wir gehen rein, neues Spiel. Okay, wir haben einen Zettel. Terms of... Ich habe die TOS unterschrieben. Ne, ich hätte ihn mir eh nicht durchgelesen, so wie immer. Da ist eine Klinge. Okay. Wir sind einfach in einem Raum. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Die sind Figuren. Die kann ich nehmen. Habt ihr das gerade gesehen, Chat? Oh! Tja, ich glaube, wir haben den Clou des Games gefunden. Ja. Kann ich das auch wieder kleiner machen? Das ist ja krass. Okay. Nicht schlecht. Wir können Dinge also größer und kleiner machen. Ich werde so verkacken in dem Game. Ach du Scheiße. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Was? Welcome to Somnasculpt. Was? Monitored by qualified specialists. Wie falling asleep? Was machen wir jetzt? Was wollen die von uns? Aha, mal hier ist der Eingangschat. Wenn ich das jetzt größer mache, so dass es hier an die Tür passt, dann müssen wir bestimmt so eine Treppe bauen. Ja. Haha, ihr Loser. Way too easy. Wenn es so weitergeht, haben wir das Spiel eine halbe Stunde durch. No objects. Ach, wir können da nicht durch, wenn wir was dabei haben. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Portal. Haha, easy. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt müssen wir einen guten Mittelweg finden, wie wir die Box so groß kriegen, dass wir trotzdem draufspringen können. Ich glaube, so müsste es gehen. Kommen wir drauf? Ja, easy. Okay. Jetzt haben wir zwei Räume. Ich kann mir denken, was ich tun soll. Easy. Also wenn das weiter so geht, dann sind wir wirklich in einer halben Stunde durch. Ich weiß nicht, was hier die Schwierigkeit sein soll. Zum Rotieren rechts. Aha. Tja, einfach eine Treppe gebaut. Ist da... Das ist gar nicht echt. Was ist hier? Wo sind wir hier? Und warum ist hier... Das sieht ein bisschen sassy aus, Chat. Ich weiß nicht. Aber real kann es ja nicht sein. Ziemlich unrealistisch, dass wir alles bewegen können. Das wird aber ziemlich schnell abgefuckt. Werden wir beobachtet, Alter? Ist die Lüftung kaputt? Was soll das so sein? Dafür habe ich aber nicht bezahlt. Müssen wir das da unten reinstellen? Easy. Okay, jetzt wird's interessanter. Kann ich das hier durch? Ah, da oben drüber. Ha, easy. Bisher geht's ja noch mit dem Schwierigkeitsgrad. Okay, jetzt wird's ein bisschen... Das ist ein bisschen verwinkelter. Wir haben viele. Bin ich hier schon mal vorbeigelaufen? Wartet mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, das soll nicht. Also. Ich gehe einfach mal da lang. Mal gucken, was passiert. Oh. Wo war ich das Rätsel? Okay, wir haben zwei Flächen. Habe ich verkackt? Hätte ich was mitnehmen sollen? Kann ich nicht zurück. Kann ich das schön? Was ist das? Da komme ich zurück. Ja, das zückt mich ja nicht. Ich muss ja nicht zurück. Oder? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Wir müssen irgendwie zurückkommen. Kann ich mich hier draufstellen? Wir machen das so. Pass auf. Achso, wir können nicht durchgreifen. Achso, was machen wir denn jetzt? Warte mal, kann ich... Ah, ich kann das vielleicht so groß...
Oh mein Gott, ich bin so schlau, Chat. Holy shit. You did it. To maximize the time allotted for final doorway as indicated. Ich hab gecheatet, Chat. Ich hab durch die Wände. Irgendwie fällt das hier alles so ein bisschen auseinander. Hallo? Ich muss hier durch. Ich versuche gerade zu gucken, ob ich den Käse irgendwo durchschieben muss, um weiterzukommen. Okay, ich konnte das Exit irgendwie mitnehmen. Kann ich das benutzen, um das irgendwo gegenzustemmen? Oh. Okay. Hallo? Ich glaube, ich soll hier nicht sein, Chat. Das sieht nicht so richtig aus. Okay. Das sind anscheinend nur so Aufbauten, diese Testräume. Wo gehen wir denn jetzt hier hin? Okay, Ruhe. 3 Uhr früh. Jetzt sind wir in unserem. Sind wir in unserem Office aufgewacht? Oder. Hä? Okay, ich kann hier nichts anklicken. Ich. Nicht mal der Feueralarm geht? Na super. Hallo? Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen heute helfen? Ah. Ja, ich würde gerne eine Random Soda nehmen, danke. Und vielleicht noch eine Diet Soda und eine Green Soda. Die sind nicht so beständig, die Dinger. Schön, der zweite kaputt gegangen ist. Oh, ist aber schön. Welch wundervolle Behausung. Okay, ich kann hier lang oder hier. Gut. Hier ist auch ein Exit. Ich kann... Exit temporarily moved. Exit wurde vorübergehend verschoben. Ja, aber wo ist denn der? Kann ich jetzt... Oh, warte mal eine Sekunde. Das ist nicht echt. Oh mein Gott. Das habe ich null gerafft. Oh mein Gott, das hat gerade über meinen Kopf gebumst. Okay. Ist das dann auch nicht echt? Ach du Scheiße. Seht ihr das? Oh, nee, das... Oh, mir wird schlecht, Chat. Okay, was ist denn... Ist das hier hinten dann auch nicht echt? Oh mein Gott. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Okay, das Game ist... Das macht mich jetzt schon fertig. Will denn nicht noch mehr davon? Okay, wie müssen wir denn hier lang? Okay, wir laufen einfach mal den Exit-Schildern nach, nicht? Ah, da ist noch ein Exit-Schild, Chat. Dann laufen wir mal den Exit-Schildern nach, nicht? Ah, da ist noch ein Exit-Schild-Chat. Dann laufen wir den Exit-Schildern nach. Eine Ewigkeit später. Laufen wir den Exit-Schildern nach. Ach, da ist noch eins. Laufen wir den Schildern nach. Ich hab deine Ahnung, was wir machen müssen. Ich glaube, ich bin auf einem guten Riecher-Chat. Ja. Ich glaube, so geht's. Aha! Wie auch direkt die Musik ausgeht. Okay, das... Oh mein Gott! Die materialisieren sich dann. Was ist... Soll das so sein? Oh, noch einer. Muss ich jetzt selber die Vase da hinstellen und shit? Oh mein Gott! Jetzt muss ich das hier zusammenfügen. Jetzt weiß ich auch, was das Stück hier an der Wand war. Das war das eine Stück des Tisches. Okay. Das ist so eine kleine Treppe. Wie geil ist das denn? Das ist so stark gemacht. Wir suchen das Stückchen des Exits, um den zu materialisieren. Vielleicht kann ich damit hier hochklettern und kann dann den Exit... Ah. Ich habe einen Exit gefunden, Chat. Ich habe ihn mir selber gebaut. Aber ich habe ein schickes Unterbewusstsein, Chat, wenn ich das mal so sagen darf. Mit so einem Mond und so eine Lobby mit schönem Glasdach. Auch wenn es fake ist, aber kann ich den Mond... Oh. Auf dem Mond ist Zeugs. Please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant. Ich nehme den Würfel mit. Das ist mein Glückswürfel. Okay, also das sieht immer noch nicht nach einem normalen Ladebalken aus. Um 4. Okay, wir sind jetzt eine Stunde später. Wir sind wieder hier am... Hier nehmen wir uns heute mal eine Green Soda und eine Mini Soda raus. Okay, die ist wirklich mini. Ah, jetzt wurden wir wieder zurückgeschickt. Okay, Private, da dürfen wir nicht rein, Chat. Weil da, wo Private hängt, da dürfen wir nicht rein. Noch ein Würfel. Das sind 2 halbe Würfel. Komm ich hier hoch? Och, gerade so, Alter. Sorry, das wollte ich nicht. Ich leg das wieder zurück. Ich mach das wieder ganz, okay? Egal, wie... Nee, ist so schlimm, Chat. Das waren wir nicht, sagen wir einfach. Ich glaube, wir müssen sogar da unten lang.
Na gut. Woo. Das ist arschgruselig. Leuchte mir den Weg. Okay. Oh, beinahe vergessen. Puh, zum Glück habe ich dran gedacht. Ich dachte gerade auch, oh, zum Glück wieder normaler Würfel. Ich muss ziemlich viel klettern. Ist das ein normaler Würfel? Nein, ich wollte da nicht runter. Ich wollte noch gucken. Okay. Na gut. Es ist jetzt 5 Uhr. Okay, wieder leer machen. Anmachen. Wichtig, immer wichtig. Jedes Mal, Chat, jedes Mal. Even when the sun is shining. Okay. Ich dachte, das wäre ein Puzzlespiel und kein Horrorgame. Ich schwöre, wenn mich hier gleich was erschreckt, dann bin ich schneller aus diesem Spiel, als ihr gucken könnt. Wo bin ich hier, Alter? Ich dachte, ich bin in meinem Unterbewusstsein. Warum ist mein Unterbewusstsein ein Lager? Oh! Mich for real gerade erschrocken. Warum ist mein Unterbewusstsein so gruselig? Das ist doch mein Unterbewusstsein! Das sollte doch nicht so gruselig sein, Mann! Murder Beans. Was muss ich machen? Chat, mir geht die Pumpe. Steht da jemand? Ah, ich dachte schon, da würde Die stehen für tot. Aber nein, es ist nur Die Soda. Ja, dann ist ja okay. Haha, da habt ihr mich ja beinahe erwischt. Ja, Oh. And that's exactly why we're here to help. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du dummer Doofmann. Können wir bitte wieder in die normale Region? Ich will hier nicht sein. Into a dream within a dream instead, disorienting yourself Inception even shit. Further. Oh. Okay. Ist das überhaupt Blut? Das könnte auch einfach nur Ketchup sein und oder Soda. Ja, das ist Soda-Chat. Genau. Hat ja niemand was vom Blut erzählt? Das ist kein Blut-Chat, das ist Soda. Rote, dickflüssige Soda. Guck mal, hier können wir wieder eine Lampe klauen. Aha, guck mal nämlich. Da oben gibt es eine Tür. Er hat aber jemand sehr, sehr viel Soda verloren. Oder Farbe. Naja, eins von beiden, nicht? Idea. Oh. Jesus. Wie alles auch einfach wieder fröhlich ist und da ist der rote Eimer. Das ist nur Farbe. Das ist nur rote Farbe gewesen. Ich hab's euch doch gesagt, Chat. Das ist kein Blut. Was ihr gesagt habt, dass es Blut ist. Ab zum nächsten Elevator. Oh, ich dachte. 6 Uhr. Ruhe. Hallo? Noch nicht. Kann ich bitte die... Ich muss da einmal durch. Könnten Sie mir bitte die Tür öffnen? Hallo? Ich muss raus. Können wir da hochspringen? Hahaha, ich habe das Rätsel gelöst. Geil, endlich, wir sind am Ausgang, Chat. Yippie. Fuck. Meine Maus ist jetzt ein Smiley, also mein Cursor. Seht ihr das? Okay. Das ist sehr random. Irgendwie rutschen die alle runter. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Ich kann die... Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, das hätte so easy sein können. Ich habe einfach die falsche Perspektive gewählt. Ja, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also das... Es ist 7 Uhr. Jetzt kommen wir mal... Relaxation Room? Ja, ich könnte mich jetzt schon ausruhen. Wir haben ja viel gemacht. Wow, wie unglaublich entspannt. Sehr, sehr entspannt, Chat. Kann ich nur empfehlen. Wolken. Was zur Hölle? Ich bin so unangenehm leicht gefallen. Hier ist ein... Das hat Interieur, das Haus. Wartet. Das ist so cool. Das ist gruselig. Kommen wir wieder in den Horror-Chapter. Warum ist die Lampe so dramatisch? Okay. Das ist Inception type of shit. Das macht meinen Kopf mich mit. Oh mein Gott. Sag mir nicht, wir können jetzt hier in eine riesige Hüpfburg reingehen. Okay, jetzt sind wir schon sehr, sehr klein. Ah, jetzt können wir durch den Lüftungsschacht, weil wir so winzig sind. Easy. Okay, jetzt spielen wir so ein bisschen mit der Größe. Das gefällt mir. Neuer Fahrstuhl. Ah, wieder 3 Uhr. Okay. Fuck, Chad, ich glaube, wir sind am Arsch. Goodbye. Was? Nicht goodbye. Wo sind wir? Was ist passiert?
Es wirkt alles so unglaublich normal. Was? Nein, nein, ich möchte nicht zurück. Nein, nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Das sieht nicht normal aus, Chat. Oh Gott. Übergroßes Messer. Ich höre doch einen Wecker. Verdammte Scheiße. Ich dachte, ich bin aus der Matrix entkommen. Oh. Oho. Okay, das ist, glaube ich, ganz klar, was wir machen müssen. Okay. Oh mein Gott. Warum ändert sich die Musik so krass? Werde ich verfolgt? Warum ist die Musik auf einmal so? Das hat sich jetzt angehört wie eine Verfolgungsjagd. Oh. Da lang. Deception is not reality. Ich gucke mir jetzt hier ein Labyrinth-Dings-Walkthrough an, weil ich zu faul bin. Oh, was? Hä? Oh mein Gott. Okay. Aber ich... Okay. Manchmal ist das Vaulting ein bisschen cool. Hä? Boah, ich bin so verwirrt gerade. Ich hab's geschafft. Das Spiel verwirrt mich so hart. Das ist ein ziemlich großer Parkplatz. Oh. Er ist doch nicht so groß wie gedacht. Wenn ich diesen Wecker schon höre. Hör doch auf zu laden, Junge. Ja, das hätten wir da gleich stehen lassen können. Kann ich da nämlich rein? Da bin ich in meinem kleinen Einkaufsladen. Ich glaube, das ist schlecht. Wo sind wir? Not an exit. Ich gehe trotzdem mal durch. Ist das jetzt ein Exit? Wann finden wir denn endlich ein Exit? Okay. Guck mal, wir sind in diesem Apartment. Das ist das, was wir vom Anfang... Sind das meine Gedanken? Ist das so ein bisschen Gedankenlager hier? Anscheinend sollen wir beide Fire Extinguisher benutzen. Ich habe das ganz sicher nicht gegoogelt, haha. Und dann tut sich ein Raum auf. Machen. Oh mein Gott. Oh, wo sind wir denn hier? Wow. Das ist ja gar nicht hell, zum Glück. Okay, jetzt wird's abgespaced. Jetzt raff ich gar nichts mehr. Ich falle hier hoch, runter, links, rechts. Ich weiß doch gar nicht, was mir geschieht, Chat. Bro. Oh mein Gott. Ist das eklig. Falle ich jetzt wieder ins Zimmer rein? 7.59 Uhr. Um 8. Sind wir wieder hier? My name is Dr. Glenn Pierce. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Ich hab Gänsehaut, Alter. Was passiert hier? The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. Wieder der Entspannungsraum. Yippie! Ah, so lässt sich's leben. But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. Aber wir gehen wirklich zurück an den Anfang. All you've got to do is wait